ein Terminal für unterschiedliche Funktionen. Bisher konnte das S10-Terminal von Claas für automatische Lenksysteme sowie Isobus UT genutzt werden. Jetzt haben wir zusätzlich alle anderen Isobus-Funktionen wie ISO Task Management Basic und Geo sowie ISO Section Control integriert. ISO UT ermöglicht die Bedienung eines beliebigen Isobus-Gerätes mit nur einem Terminal. Zusätzlich können die Funktionstasten des Traktors belegt werden und für Isobus-Gerätefunktionen genutzt werden. ISO Task Management ist die einfachste Verbindung zwischen Fahrmanagement-Software im Büro und dem Anbaugerät auf dem Acker. Aufträge können im Büro vorgeplant werden und mit Applikationskarten bzw. Ertragspotenzialkarten ergänzt werden. So kann für jeden Schlag die zu erledigende Arbeit geplant werden und auf das S10-Terminal übertragen werden. Auf dem Schlag angekommen, wird der Auftrag geladen und gestartet. Während der Feldarbeit werden sämtliche Zählerstände des Anbaugerätes dokumentiert und dem Auftrag zugeordnet. Ist das Terminal zusätzlich für ISO TC Geo freigeschaltet, werden außerdem wichtige positionsgenaue Daten erfasst, wie zum Beispiel die Ausbringmengen von Pflanzenschutzmitteln oder Dünger. Natürlich ist es möglich, im Terminal selber Aufträge anzulegen, falls es für den Schlag keine Vorplanung gab. Nach der Rückkehr auf den Hof können die Daten von dem Terminal wieder in die Farmmanagement-Software übertragen werden und die Dokumentation ist abgeschlossen. Eine weitere neue Funktion im S10-Terminal ist ISO Section Control. Diese Funktion schaltet automatisch Teilbreiten bei Isobus-Geräten wie zum Beispiel Feldspritze, Düngerstreuer, Drillmaschine oder Güllefass. Auf diese Weise werden Überlappungen bei der Feldarbeit in Abhängigkeit der GPS-Position vermieden. Auf diese Weise können Betriebsmittel eingespart und die Umwelt geschont werden. Zusätzlich bedeutet diese Funktionalität eine erhebliche Entlastung für den Fahrer. Als Grundlage dienen verschiedene Informationen, wie zum Beispiel Feldgrenzen oder die bereits bearbeitete Fläche. Hiermit ist eine präzise Applikation der gewünschten Betriebsmittel möglich. Im S10-Terminal können drei unterschiedliche Bearbeitungsstrategien ausgewählt werden. Es kann das gesamte Feld bearbeitet werden oder nur das Vorgewende oder das gesamte Feld ohne das Vorgewende. Die neuen Isobus-Funktionen im S10-Terminal von Claas erhöhen den Komfort und die Übersichtlichkeit in der Kabine.